Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Schwester im Islam. Das Thema ist heute, warum ist derjenige, der nicht betet, trotzdem Muslim? Das ist das Thema. Warum ist derjenige, der nicht betet, trotzdem Muslim? Wir wissen, dass es eine große Meinungsverschiedenheit unter den anerkannten, respektierten Gelehrten von Ahl-Sunnah wal Jama'ah gibt, ob derjenige, der aus Faulheit oder anderen Gründen nicht betet, die Verpflichtung zum Gebet jedoch akzeptiert und daran glaubt, dass er eigentlich sündig ist, wenn er nicht betet, ob er Muslim ist oder nicht. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit darüber unter den Gelehrten von Ahl-Sunnah wal Jama'ah aus den vier anerkannten Rechtsschulen, beispielsweise Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, möge Allah sich ihnen allen erbarmen. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit, dass derjenige, der die Verpflichtung zum Gebet leugnet, aus der Religion ausgeschieden ist. Denn derjenige, der die Verpflichtung zum Gebet leugnet, leugnet damit eindeutige Verse aus dem Koran und Hadithe, die Mutawatir sind und Dinge, die Ma'lumine din bidarura sind, notwendigerweise von der Religion zu wissen sind. Jemand, der beispielsweise nicht betet und sagt, ich muss nicht beten, es ist für mich keine Pflicht zu beten, warum soll ich heute beten, warum muss ich beten, heute in der heutigen Zeit, wer die Verpflichtung dazu leugnet und leugnet, dass er sündig ist, ist laut Ijma, Konsens der Gelehrten aus der Religion raus. Und ich sage das nicht, um jemanden zu verurteilen, sondern um zu warnen. Denn einige Leute nehmen so etwas auf die leichte Schulter. Ja? Aber es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob derjenige, der beispielsweise aus Faulheit nicht betet, der sagt zum Beispiel, ja Bruder, ich weiß, ich muss eigentlich beten, das ist eigentlich Pflicht im Islam, und aber weißt du, Bruder, ich bin so schwach, ich fange irgendwann mal an, so nach diesem Motto, ja, ob der trotzdem Käfer ist, ob der aus der Religion ausgeschieden ist. Und das ist keine Meinungsverschiedenheit oder irgendwelchen radikalen Islamisten oder eine Meinung von radikalen Islamisten, das ist eine Meinung von Ahmed ibn Hanbal und das ist eine Meinung, die von laut Abdullah ibn Shaqiq in Tirmidhi Kitabul Iman Bab Majah fi Tarki Salah Nummer 2622 von den Sahaban überliefert wird, dass die Gefährten des Propheten das als großen Kuffer gesehen haben, zumindest viele von ihnen, mindestens. Auf jeden Fall, was ist nun der Beweis? Und ich tendiere zu der Meinung von Imam Abu Hanifa, zu der Meinung von Imam Malik, zu der Meinung von Imam Shafi'i, die sagen, dass derjenige, der aus Faulheit nicht betet, jedoch akzeptiert, dass er beten muss, dass er kein Käfer ist. Was ist der stärkste Beweis? Wir haben schon mehrere Beweise genannt, aber was ist meiner Meinung nach der stärkste Beweis von denen, die sagen, dass der kein Käfer wird? Was ist der stärkste Beweis von ihm? Und der stärkste Beweis ist meiner Meinung nach, ich habe schon in einem anderen Video mehrere Beweise dafür genannt, ist meiner Meinung nach Hadith al-Shafa'a, der Hadith der Fürsprache, dass am jüngsten Tag durch die Fürsprache des Propheten Leute aus der Hölle hinauskommen und darunter sind Leute, worüber der Prophet, dass einer rauskommt, über den gesagt wird, er hat keine gute Tat gemacht. Er hat keine gute Tat begangen. Und wäre das Gebet zu unterlassen großer Kuffer, dann würde das nicht auf ihn zutreffen. Das heißt, natürlich, denn das Gebet ist die beste Tat. Das Gebet ist die beste Tat. Ja? Und es gibt Interpretationen hier, zum Beispiel von Ibn Khuzayma, rahimullah, der sagt, lam yuhsinu amalan khairun qat. Er hat keine gute Tat richtig gut durchgeführt.
Und ihm, im Sheikh Uthaymin sagt dazu, zu diesem Hadith, dass damit gemeint ist, dass der Hadith nicht so wortwörtlich zu verstehen ist. Ja. Erstens, weil alle Taten zu verlassen, würde sowieso einen aus der Religion rauswerfen. Und zweitens, es ist ja auch eine gute Tat, die Shahada auszusprechen. Und laut diesem Hadith müsste er auch gar nicht die Shahada aussprechen. Also kann das mit dem Hadith so nicht gemeint sein. Ja? Hier zu sagen, diejenigen, die sagen, dass das ein Beweis dafür ist, dass nicht zu beten kein großer Kuffer ist, die sagen dazu, damit sind die äußerlichen Taten gemeint, nicht die Aqwal. Das heißt, äußerliche Taten mit dem Körper. Das Gebet ist eine Kombination von allem, von äußerlichen von Worten, wie zum Beispiel den Koran zu rezitieren, und natürlich von Taten des Körpers. Und hier zu sagen, einige sagen dazu, das ist hiermit gemeint, und deswegen ist das Gebet nicht zu verrichten, kein großer Kuffer. Aber wie ihr seht, die Argumentation von denen, die sagen, dass es ein großer Kuffer ist, ist gewaltig. Ist gewaltig. Und deswegen wollen wir alle Muslime dazu aufrufen, das Gebet zu verrichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu führen, das Gebet zu verrichten. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.